Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Wir gehen jetzt einmal rein in Weekend League Rewards von einem Zuschauer. Er hat Rang 3 Rewards, bedeutet 11 Siege. Ich stehe gerade noch 6-1. Meine Rewards seht ihr morgen früh oder morgen Abend dann, also morgen im Video. Ich habe gerade ein Spiel verloren wegen den krankesten Lags seit der Erfindung von Lags. Sieht man das hier? Ich war 2-0 am Gewinn. Guckt euch an, die rote Verbindung. Guckt euch an. Und guck jetzt, wie mein Lautaro schießt. Ich bin 3-2 in der Verlängerung verlieren. Komm, wieder schießt. Komplett rot auf einmal, genau wo ich angreife. Hä? Ich hab so nicht geschossen. Also ja, egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einmal rein in die Rewards von einem Zuschauer. Danach habe ich ein kleines Pack-Opening, so Top-Partien. Weekend League Quali habe ich 5-0 geholt. Da habe ich auch noch meine Packs. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, wir haben Rang 3 Rewards von einem Abonnenten. Ich bin gespannt, was wir ziehen können. Your Controller-Verbindung ist broken. Controller, je du ist nicht weg. Rang 3. Ich habe noch nichts gesehen, wie gesagt. Das sind sogar die Rewards, die ich auch bekommen könnte. Das sind 11 Siege. Jetzt gerade, während ich das hier aufnehme, stehe ich 6-1 in der Weekend League. Deswegen, es ist möglich. 11 Siege ist doch mein Ziel. Mal sehen. Wir bekommen hier keine Picks mehr. Sind ja alles wirklich nur noch Packs. Okay, Pack Nummer 1. Womit fängt der an? Team of the Week? Nee. 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 Was hat der vor? Das direkt? Tradable? Boah, ist ein Brett. Okay. Oh mein Gott, Champions League. Ist gerade rausgekommen vor 10 Minuten. Stürmer. Alter, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mona, ich weiß es nicht, Freunde. Keine Ahnung. Lies Melu, Doppel! Doppel Champions League! Balogun und, ja, Lies Melu. Also zwei nicht so gute. Hey, warte mal, beide von Monaco? Ich check gar nichts mehr. Beide, nee, einer von Start Brest und einer von Monaco. Okay, okay, okay. Ah, okay. Haben die mich kurz geprankt. Alter, das hätte so knallen können. Doppel Champions League ist crazy. Was hat er noch? Okay, er hat noch Bretter. Er hat noch Bretter. Komm, 20x82. Keine Champions League. Walkout aber. Stürmer. Mbappé. Nein, Benzema. Alter, stellt mal vor, es wäre Mbappé jetzt. Das wäre zu viel. Bremer und Benzema. Beide 86. Vom Futter her, joa, ja, ja. Sagen wir mal nichts. Aber okay, immerhin zwei Walkouts in dem Pack. Dann haben wir Hero Pack, Doppel-Team of the Week. Ich werde Team of the Weeks erstmal öffnen, aber er geht erstmal mit Doppel 87. Wieder kein Champions League. Walkout ist ja hier garantiert. ZM, Ödegaard. Und dahinter haben wir Öde inklusive... oh Gott. Einfach Doppel-Norwegen. Das ist auch crazy. Ey, was habt ihr vor? Doppel 89 Norwegen ist krass. Hättet ihr auch Haaland bringen können, bin ehrlich. Aber okay. Futter ist in Ordnung, kann man beide gut in der SBC tun. Lamine Jamal ist ja gekommen, Nico Williams ist gekommen. Dann haben wir dreifach Team of the Week Pack. Tradable. Das ist stark, ne, dass man das bekommt. Man kann das Pack ja alleine dann... Also man hat safe seine 60.000 durch die beiden Team of the Week Packs. Was macht er? Ja, Team of the Week Pack. Okay, komm bitte, Walkout. Ja, ist kein Walkout. Das habe ich, muss ich sagen, schon erwartet, dass die sehr, sehr schlecht sein werden. David, und dahinter ist ja egal, das ist sowieso kein Walkout, also wird nichts dabei sein. Okay, zwei Packs haben wir noch. Nächstes Team of the Week Pack. Bitte diesmal Walkout, EA. Ja, Walkout. Ist eine Frau. Pajor, glaube ich. Das sollte Pajor sein. Ja, aber könnte sogar Double Walkout sein. Die ist ja von Wolfsburg zu Barca gewechselt. 88er Rating für Team of the Week. Jetzt sogar 89 Tempo, 89 Schießen. 22 Defending, einfach auch verrückt. Das ist keine schlechte Karte. Wie viel kostet sie? Guckt er nach? Er guckt nicht nach, okay. Können wir gleich. Oder warte, guck mal, während er das andere Pack öffnet, selber nach. Pajor liegt bei 36.000. Dann nochmal Hero Pack Untrade. Come on, EA. Gönn. Ich habe hier das Gefühl, Hero Packs, dass man wirklich eine ganz, ganz tiefe Pack Rate hat. Vielleicht EA Sports zeigt mir was Besseres. Oder belehrt mich eines Besseren. Das Design sieht cool aus. ZOM, USA, Donovan. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, aber das sollte Donovan sein. Ja, ich sag ja, hier hält EA sich dann doch eher bedeckt. Obwohl, ich muss auch sagen, so für Starter-Dings und so, wir sind ja am Anfang von FIFA, gibt es schon schlechtere Karten. 4-4, 89 Tempo. Ich rede ihn jetzt nicht gut, aber
es ist nicht eine komplette Katastrophe. Okay, wir haben nochmal ein paar Packs von mir, die ich aufgespart habe. So 85 Plus Pack, da habe ich 5-0 in der Weekend League Quali geholt und allgemein Top-Partien und so ein paar Dinger. Ich würde sagen, ich öffne einfach mal kreuz und quer und wir schauen mal, was wir so bekommen. Wenn es kein Walkout wird, werde ich jetzt immer einfach skippen, weil sowieso nichts Großartiges dabei sein sollte und wir das hier nicht unnötig in die Länge ziehen wollen. So, was haben wir noch? Wir haben Prime Goldspieler Pack Klein Trade, Top-Partien, Walkout, oha, IV, Portugal, Ruben Dias, der was wert. Ich lass mal kurz durchlaufen, nicht, dass wir auf so einem Pack auch noch einen Double Walkout hier haben. Aber, nee, ich weiß nicht, ist Ruben Dias was wert? Ist, glaube ich, Richtung Futter eher. Aber, ja, so ein 20er nehme ich mit, Freunde. Okay, das ist schon mal stark gewesen. 82 Plus Pack haben wir auch. Walkout, nein, Skipper, Premium Electrum, never ever. Prime Electrum Pack. Wow, Prime Gemischte. Ja, schade. 5x78 EA. Schade. Das wäre gut gewesen. Oh, warte, ich gucke nebenbei Napoli. Elfmeter? Ne, abseits, okay. Ich dachte Elfmeter. Seltene Goldspieler-Pack Klein. Bitte! Ich will einmal Road to the Knockout sehen. Dieses Design, dieses blaue, verrückte Design. Das kann ja eh nicht Van Dijk sein, weil es kein Walkout war. Okay, zwei Packs haben wir noch. Seltene Goldspieler und Megapack. Also 85 plus seltene Goldspieler. Kein Walkout mal wieder. Aus dem Megapack. Ja, Remiro, 283er. Und jetzt, seltene 85 Plus Spieler. Also Walkout fast garantiert. Fast. Kein Champions League, Walkout aber. Eine Frau, Stürmer. Hegerberg. Ja, ist 89er Futter, Freunde. Ist 89er Futter. Also nicht das Pack-Opening, sage ich mal, hier von den Packs, was ich mir gewünscht habe. Wenn wir unter Packs für dich gehen, sehen wir nochmal, wir haben Frühstart-Pack bekommen. Du siehst dieses Pack, da du am mindestens 3 Ultimate-Team-Tagen aufgerufen hast. Enthält 5 seltene Goldspieler, davon einer 80 oder höher. Ja, kostet 15.000 nur, ist aber tradable. Das hier auch. Okay, ich würde sagen, die zwei öffnen wir einfach mal. Investieren wir jetzt 50.000 Coins. Ist aber okay. Na, hier haben wir jetzt kein Walkout, das ist eigentlich nicht gut. Torwart Spanien. Ah, okay, wie schlecht. Oh Gott, hätte ich es mir lieber früher überlegt. Und dann noch Rodrigo. Dann haben wir das Ein-Coin-Pack, auch legendär. Zeig mal her. Walkout, ich hab geskippt aus Versehen. Ein-Coin-Pack. Trent. Alter, stellt euch mal vor, es ist Ein-Coin-Pack Mbappé. Das glaubt mir ja dann keiner. Das, die denken, ich fake meine Videos. Dann, was haben wir noch? Wir haben Packs für dich. Jetzt habe ich dann alles mitgenommen. 35.000 Coins. 7 Tage habe ich schon Ultimate gespielt. 10 seltene Goldspieler, einer 84. Oha, come on. Bitte, ich gucke nicht auf Walkout. Ich gucke nicht. Ich gucke jetzt hin. Stürmer, England. Das ist eine Frau. Bedeutet, es ist kein Walkout. Russo, kann das sein? Schade. Schade, schade, schade. Ake vielleicht? Na, doch nicht. Alvarez? Alvarez! Ja, okay, wir holen immerhin die Coins wieder raus, Freunde. Let's go. Okay, was ist passiert? Wir haben ein bisschen Content bekommen. Wir haben Lamine Jamal bekommen und Nico Williams. Einfach in der Kombi. Ey, hat es extra gemacht, dass die beide heute raushauen. Lamine ist um 18 gekommen, Nico Williams dann um 19 Uhr. Und hier müssen wir erstmal drüber reden, was lohnt sich nicht. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, was ihr sagt, ob sich Lamine lohnt, ob sich Nico Williams lohnt. Wir gucken mal auf Footbin. Footbin sagt 900 Dislikes auf Nico Williams, 85 Likes. Und Jamal ist etwas besser davon gekommen mit 300 Likes und 700 Dislikes. Wenn ihr mich fragt, ich würde keine Karte davon mitnehmen. Jamal ist die Top 3 gehypteste Karte, der gehypteste Spieler derzeit. Und er wird auf jeden Fall noch weitere Karten sammeln. Und da würde ich mir die 200.000 Coins sparen. Er hat so ein, ja, Team of the Week Upgrade bekommen, kann man, also was ist, kann man sagen, er hat ein Team of the Week Upgrade bekommen auf seinen 84er Inform, er kostet 47, er kostet einfach 200.000, deswegen ist auch für mich Jamal keine SP, also er ist nicht schlecht, wenn ihr sagt, ey, ich habe eh Pay to Win, genug Futter, macht. Wenn ihr mich aber so fragt, würde ich sagen, eher nicht, also ich würde ihn eher nicht machen. Sieht aber dennoch gut aus, aber ich finde den Preis dann etwas zu viel, wenn man das mit dem 84er zum Beispiel vergleicht. Und dann haben wir Nico Williams, der, warte, hier seht ihr das, der ein Plus 1 bekommen hat. Und ihr wisst, was wir für Upgrade zum Champions League Event bekommen haben. Teilweise Alvarez von der 84 direkt auf eine 90. Nico Williams hat nur ein Plus 1 bekommen
Real Talk. Dann hätte EA den lieber so eine 88, 89 gegeben, aber den als Spieler in die Packs gehauen, meiner Meinung nach. Weil selbst wenn er die Upgrades sammelt, er ist ja, also ist ja eine Live-Karte, er kann sich ja noch upgraden. Und Bilbao hat auf jeden Fall das Potenzial, dass er noch die Upgrades bekommt. Dennoch für 500.000 Coins lasst ihr die Finger von dieser SBC. Kauft euch bitte lieber die Goldkarte, bis er die Upgrades sammelt. Wenn er überhaupt die Upgrades im schnellsten Falle schnell sammelt, selbst dann ist es irgendwie Anfang November. Und deswegen würde ich sagen, Finger weg von der 500.000k SBC. Also Retalk da, nein, das ist too much. Guck mal, 200 Likes, 2000 Dislikes. Ich bin nicht alleine mit meiner Meinung. Also das auf jeden Fall kurz zum Fazit zu ja, Nico Williams und Lamine Jamal. Dann haben wir Team 2 bekommen. Sieht wirklich gut aus. Garnacho ist bei 550 extinct. Finde ich, ist in Ordnung. Dann haben wir Loftus Cheek, der noch extinct ist, wenn ich den finde. Hier bei 290. Hat auch geile Stats. Mailand hat halt die ersten beiden Spiele beide verloren. Aber waren halt auch Gegner wie Liverpool und Leverkusen. Werden die nächsten Spiele gewinnen, könnte er auf jeden Fall davon auch profitieren. Sieht auch gut aus. Ne? Hat 4-4. Hat wirklich geile Stats. Wahrscheinlich gerade der beste Mittelfeldspieler in der Serie A, ohne jetzt die Heroes oder so. Ja, ich meine wirklich rein von den Goldkarten und halt von den Specialkarten. Dann haben wir Van Dijk mit 3,9 Millionen. Dadurch steigt halt die Goldkarte wieder, weil viele vielleicht dachten, ey, ich verkaufe meine Goldkarte, Champions League Van Dijk kommt. Ja, aber er ist unbezahlbar. Die Goldkarte geht gleichzeitig out of packs, deswegen steigt sie an. War teilweise heute für 3,30 zu bekommen. Dann haben wir durch Lamine Jamal und Nico Williams, dass sie so teuer sind, sind die Goldkarten erstmal gedroppt. Wir haben Beispiel ein Nico Williams gehabt bei 125, das hier nur ein Undercut und ich zeig's euch mal, ich hab's auf dem Discord gepostet, ihr könnt gerne joinen. So, Nico Williams war bei 97, in den Screenshot habe ich glaube ich gepostet um 18 Uhr oder so, eine Stunde bis vor die SBC kommt und ich habe dazu auch geschrieben, wir spekulieren darauf, dass Nico Williams zu teuer wird die SBC und dadurch würde die Goldkarte rebounden und es ist passiert von 97.000 auf 125.000, da haben einige auf jeden Fall gut Gewinn gemacht. Lamine Jamal war teilweise gerade bei 45.000 die Team of the Week Karte, könnte ich mir sogar theoretisch noch ein Rebound Richtung 50 vorstellen. Dann, es geht weiter, Freunde, hier auf Twitter. Wir haben Thuram, also die Thuram SBC geleakt bekommen. So, die wird kommen, die nächsten Tage. Und hier finde ich Beispiel Maignan sehr interessant. Müsst ihr schauen, ich würde unter 14.000 bleiben, oder unter 15.000, sagen wir mal. Könnte dadurch auch noch profitieren, wenn Thuram an dem Tag rauskommt, dass man den dann direkt im Hype verkauft. Harry Kane hatte ich euch vor ein paar Tagen im Video für 33, 34 mitgegeben. Liegt gerade bei 38.000. Kann man auch den nächsten ein, zwei Tagen auf jeden Fall auscashen dann und den Gewinn mitnehmen, weil er auch erstmal jetzt out of packs ist und ist gutes SBC Futter halt mit Harry Kane 90er Rating. Einkaufen kann man halt immer gut vor 19 Uhr. Wenn ihr mich jetzt fragt, Robby, ich will die Weekend League spielen, dann würde ich sagen, kauft vielleicht morgen Abend euer Team ein, weil wir hatten heute einen guten Drop. Ich habe euch die Einkäufe auch dann auf dem Discord mitgegeben, weil ich kann dazu leider kein Video ganz schnell bringen, weil die Drops kommen schnell und die Karten steigen dann auch wieder schnell. Vor allem Außenstürmer wegen Nico Williams und Jamal konnte man gut flippen. Wir hatten einen Neymar bei 75.000, der ist jetzt schon Richtung 80.000. Martinelli war bei 49.000, 50.000. Habe ich mir sogar auch einen mitgenommen. Ist, glaube ich, jetzt wieder bei, ja, das ist nun Undercut. Der ist jetzt so bei 57.000 circa. Das ist auch sehr gut. Das ist auch nochmal 7.000 Coins angestiegen. Dann hatten wir einen Rodrigo bei 123.000. Ich wollte ihn mir mitnehmen, hatte aber an dem Zeitpunkt gerade keine Coins auf der Uhr. Und er, ja, jetzt 142.000 hier teilweise, 143.000. Also auch nochmal gut angestiegen. Die sind alle gedroppt durch die Panik. Lamine, Nico Williams, gesehen, ey, beide SBCs eher uninteressant wegen dem Preis. Und dadurch sind die ganzen Winger, also die Außenstürmer, wieder gut angestiegen. Das kurz dazu, was man heute so gut machen konnte. Auf jeden Fall wegen Richtung Team kaufen. Wir haben ein paar Anstiege sogar, teilweise auch ein paar Drops. Aber die meisten, gehe ich davon aus, werden morgen über den Tag mit der Weekend League fertig sein. Plus die 19 Uhr Panik könnte dafür sorgen, dass man morgen auf jeden Fall kurz vor 19 Uhr oder in den ersten 5 bis 10 Minuten um 19 Uhr gute Deals sich mitnehmen kann. Aber man muss schauen, weil wir bekommen übers Wochenende einen guten Drop. Samstagabend finde ich sehr interessant zum Einkaufen. Sonntagmorgen zu Scorpittles finde ich noch sehr interessant. Und Richtung Montag, Dienstag wird der Markt dann ansteigen. Deswegen lasst euch da nicht zu viel Zeit. Aber passt auf, nicht reingehen, wenn der Markt gerade im Hoch ist. Das seht ihr ja. Ihr könnt auch kurz auf Footbin selber vergleichen. Ey, Griezmann, Potenzial, der war heute schon bei 98.000, liegt gerade wieder bei so 99, 100.000. Okay, dann würde ich so in die Richtung bei 98 ansetzen, um mir den probieren zu holen. Potenzial hat der wieder zu gehen auf über 110.000
Und ja, so mache ich das auch und vergleiche mal so ungefähr, wo man reingehen könnte, wo nicht. Aber gerade ist halt im Shop nicht viel abgegangen. Ihr habt gesehen, ich habe die Packs da geöffnet. Aber wir haben keine 50k Packs bekommen. Keine neuen zumindest. Die kommen wahrscheinlich dann auch wieder erst die Tage. Oder vielleicht gleich um 21, 22 Uhr. Aber dadurch, dass wir halt nur die bekommen haben, um die daraus jetzt nicht die allerkrassesten Sachen zieht und die meisten noch nicht mit der Wicked League fertig sind, haben wir gerade noch nicht viel Supply. Und die Karten halten sich teilweise leicht, sind auch einige rebounded. Und ja, ein paar sind natürlich auch gedroppt. Ne? Ein Neymar, ich will jetzt nicht sagen, ey, Neymar super invest, weil Neymar ist schon, also Neymar war gerade bei 75 sehr gut. Aber Neymar ist extrem krass eingebrochen. Wenn wir allein auf heute gehen, seht ihr, das ist ein Graph von heute. Er war bei 98 heute Morgen und dann teilweise, wie gesagt, bei 75. Jetzt hat er so eine kleine Kurve wieder nach oben. Gestern war der auch so Richtung 100.000 noch. Also er ist gut gefallen und ja, ich hoffe, diese Karten habt ihr, weil ich habe es euch in den letzten Tagen immer wieder gesagt, erstmal weggehauen lieber, damit ihr euch diesen Verlust jetzt nicht eingebrockt habt. Ansonsten gibt es heute nicht viel zu machen. Wir müssen eher, sage ich mal, die Füße stillhalten. Ansonsten, wie gesagt, seht ihr nochmal, Thuram kommt als SBC oder Objective. Hier steht ja SBC / Objective. Dann bekommen wir Grin und Stiller. Das sind die drei Spieler, die uns noch fehlen. Jetzt im Laufe der Woche werden wir diese bekommen. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne mal rein, wie läuft bei euch die Weekend League? Wie viel steht ihr gerade? Wir sehen uns morgen wieder mit meinen Rewards, mit neuen Content, vielleicht morgen auch mit besseren Einkaufszeitpunkten und Einkaufspreisen. Da müssen wir halt, wie gesagt, heute noch mal ein bisschen beobachten. Ihr seht, Martinelli hat sich für 60 verkauft. Ich glaube, 50,5 war mein Einkaufspunkt. Da haben wir auf jeden Fall gut Gewinn gemacht. Ansonsten bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und Peace. Just wanted to